Ja, wenn mir einen Kuss gibt, gib Mama einen Kuss. Gib Mama einen Kuss. Gib Kuss. Bruder, in was für eine Rolle bin ich denn gerade abgetaucht? Alter, sorry, warte mal, was? Wir gucken uns aber jetzt die gruseligsten TikToks im Ende an. Wirst du es schaffen, dieses Video bis zum Ende zu schauen? Ich wette um 5 Euro nicht. Pass auf, ich habe 5 Euro. Wir haben gewettet, okay? Wenn es euch gefällt, lasst ein Like da. Schaffen wir 5000 Likes. Let's go! Video der Deep Web. Ach du Kacke, was ist das denn? Bro, wieso schnallen die das nicht? Bro, what? Bruder, also ich schwör, bei seiner Reaktionszeit, Alter, Digga, der ist der Erste, der absolut drauf geht, Alter. Bruder, bis der mal gecheckt hat, dass da ein Monster ist, dann hat das Monster schon seine ganze Familie aufgefressen, Alter. Bro, aber was zum Teufel war das? Digga, was war... Bruder, was zum Teufel war das, Alter? Was war das für ein Monster? Fam, Bruder, Alter, sie macht Geräteturnen, Alter. Sie ist dieses andere am akrobatisch sein, dieses... Guck mal, Papa, ich bin Melina, die Elastische. Guck mich an, ich kann mich biegen. Alles klar, Bruder, genug Geräteturnen für dich. Melina, raus, du wirst gefeuert. Wenn man... Nein, Fam, was ist das? Ah, Digga, nee, genug Internet für heute. Bro, genug Internet für heute. Digga, Alter, was, wenn du da gerade duschen bist? Was, wenn du gerade duscht, Alter? Du stehst da so ohne Kleidung in der Dusche. Auf einmal kommt dieser Zipfel da hoch und fässt dich am Bein an. Oh, verdammt nochmal. Normalerweise bin ich nicht so einer, aber ja, klammer dich an mein Bein. Oh ja, Mann, Alter. Das tut so weh, Digga. Bruder, keine Ahnung, was das für Spaghetti-Arme sind, aber was auch immer das für ein Monster da unten ist, Alter, müsst ihr eigentlich keine Angst haben. Ihr kämpft gegen Spaghetti. Könnt ihr reinbeißen, dann ist vorbei. Wir haben ein Mädchen, was nachts nach Hause geht. Gefolgt von ihrer Freundin. Die gehen beide nachts nach Hause und gehen ins Haus rein. Erste Person ist drin im Haus, zweite Person geht jetzt rein. Wir haben einen Pfeil, da sollt ihr hinschauen. Seht ihr irgendwas? No. No! No, 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 no! Na, Fam, Bruder, hör auf mit sowas! Bruder, hör auf mit sowas! Ich kann nicht mehr nach Hause laufen! Digga, hör auf mit sowas! Fam, Alter, Digga, da kommt wieder irgend so ein Tier, Alter. Ich hab wirklich halt als Kind früher immer gedacht, dass das passiert und jetzt sehe ich's halt auf Video. Na, Fam, Bruder, Alter, was machst du da? Was machst du da? Ich sag's, wie es ist, Alter. Da müsst ihr einfach den Cristiano Ronaldo raushauen und absolut BAM, Alter, ins Kreuzeck schießen. Die Gestalt fliegt weg, Alter. Ihr habt durchgespielt. Seltsame Dinge, die auf Kamera festgehalten wurden. Okay, ich bin gespannt. Mal schauen. Dieses Video an. Es zeigt einen Blick von oben auf die Shibuya-Straße in Tokio. Ja? Menschen laufen entspannt den Bürgersteig hinunter, als dieser Mann einfach aus dem Nichts erscheint. Was? Schau genau hin. Woher kommt er? Bro! Hä? Okay, what the heck, Bro, das ist creepy. Bro, das war super creepy, ich kann es dir nicht erklären. Vor allem, man hat ja gesehen, das war eine echte Aufnahme, überall sind Leute rumgelaufen, da war nicht irgendwas fake so. Wo kommt der her? Ich kann es dir nicht erklären, ich habe keinen blassen Schimmer. Bro, ich kann es dir nicht erklären, Alter. Wo kommt der her? Wo kommt der her? Oder egal, wo er herkommt, ich will da auch hin. Der hat Leben durchgespielt. Guck mal, Alter, du bist zu spät, Alter, keine Ahnung. Oh, 16 Uhr hast du Termin, Alter, beim Friseur. Zack, einfach so ein Schnips, du kommst hinter so einem Straßenschild raus, Alter. Auf einmal sitzt du bei Friseur. Deine Mutter sagt, du musst zu Hause sein, 22 Uhr, zack, hinter Schild, du kommst her. Mama, ich bin da, Bruder, der lebt den Traum. Der lebt den Traum. Bro, was ist das? Na, Fam, na, 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 na. Na, 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 Broski. Okay, was war das für ein... Da war wieder dieses Spaghetti-Arm-Ding. Habt ihr das gesehen? Bro, dieses Spaghetti-Arm-Ding vom Anfang vom Video, das kam da aus dem Ärmel raus. Das hat hier rausgeschaut. Digga, das muss irgendwas sein, was es gibt. Ich sag's euch, wie es ist. Ihr habt's hier zuerst gehört. Fam, keine Ahnung, was das für verfluchtes Grinsen war, verfluchter TV-Nachrichtensender. Ich weiß nicht, Bro. Ich werde es mir auf jeden Fall nicht reinziehen. Ich mach mir da gar keine Gedanken drüber. Kack drauf, Digga. Ich sag da gar nichts dazu. Was ich mich gerade als einziges frage ist, was würde die Oma vom Anfang vom Video jetzt dazu sagen? Let's go! Oder ich hab keinen Plan, was mit mir los ist, Alter. Mädchen oder Geist? Wir müssen entscheiden. Hallo. Hi. Hi. Hallo. Hast du Instagram? Bohrhammer. Bohrhammer. Baustelle. Spielen wir Pantomime gerade, oder was?
Oder hä, was hatte... Hä? Ja, wieso sollte es ein... Hä? Okay, ah, wahrscheinlich, weil sie sich so komisch verhält und nicht so menschlich verhält, dass man denken kann, dass das ein Geist ist. Kann das sein? Also im Sinne von, hey, die so ein Skinwalker oder sowas, der weiß nicht, wie man mit Menschen kommuniziert und deswegen macht er komische Bewegungen so. Wisst ihr, wie ich meine? Ich glaube, so ist das gemeint. Aber ansonsten muss ich aggressiv sagen, Digga, ihre Dance-Moves, die waren schon Killer. Aber Digga, keine Ahnung, das, also kann ja auch irgendeine Frau sein, die einfach, I don't know, gerade auf irgendwas weiß ich was ist und da so rumläuft. Wisst ihr, ich meine? Also, ah, ich weiß nicht, Bro, das war ein bisschen zu weird. Oh Gott, Digga, das nächste Video heißt, du schaffst es nicht bis zum Ende anzugucken. Oh, Digga, ich hasse sowas. Dieses Video heißt, du kannst es nicht bis zum Ende angucken. Schafft ihr es? Wir ziehen durch. Okay, Tropfen ins Ohr. Oh mein, nein, 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 nein. Bro, wieso bleibt der liegen? Wieso bleibt der einfach liegen? Oh Gott, das war in seinem Ohr. Das war sein... Bro, oh mein Gott, einfach so ein Riesenkrake? Was? Der sieht die Beute da drin, der will das essen wahrscheinlich. Der will die Fische da drin haben. What? Digga, ich kacke ab. Aber das geht noch, das geht noch. Solange nicht wieder was mit Spinnen. Alter Hornissen, Junge, hör doch auf! Bro, Hornissen sind auch so creepy. Ja, Spinnen, Digga, nein, nein, ich hab verloren, ist mir kackegal. Nein, Digga, okay. Bro, chill dein Leben! Nein, ja, nee, Digga, nein, mach aus, mach aus, mach aus. Ist mir egal, mach aus, nein, nein und nochmal nein. Digga, könnt ihr sagen, was ihr wollt? Ist mir egal, wir gehen zum nächsten Clip. Diese Spinnensachen, nein, Bro, ich mach da nicht mit, Alter. Nächster Clip, da bin ich bockig. Da bin ich auch mal bockig. So kennt ihr mich gar nicht, ne? Jetzt bin ich auch mal bockig, verdammt nochmal. Wait for it. Oder wie sie danach auch noch lachen. Wie wenn nichts wäre. Wie wenn es das Normalste auf der ganzen Welt ist. Alter, geht das bei mir auch? Soll ich mal probieren? Bra, Alter, ich stell mir einfach vor, das ist deine Freundin, Digga. Du kennst dieses Video nicht. Du scrollst so nachts, die liegt neben dir. Scrollst du so durch, dein Handy, dup, dup, dup. Auf einmal kommt dieses Video, Digga. Du drehst dich rechts um und du siehst nur dieses Gesicht. Bro, vorbei. Vorbei. Hä? Hä, was war? Ich hab's nicht gecheckt. Hat's jemand gecheckt? Bro, da ist eine Frau, die hört Schrei, die macht die Tür auf. Die Schreie werden lauter, die macht die Tür zu und die Schreie hören auf. War das jetzt so ein Baby-Geist-Mädchen, was geschrien hat? Oder hat die, also ihre Tochter lag doch im Zimmer. Also die Schreie kam ja von draußen, wisst ihr, ich meine? So, also wo kam das her? Bro, ich hab keine Ahnung. Digga, das hat mich gerade sehr verwirrt. Ich hab's nicht gecheckt. Habt ihr es gecheckt? Ich hab's nicht geblickt, den Clip, Alter. Ich hab's nicht geblickt. Gruseligsten Videos auf Drohnen gefilmt. Okay. Diese Drohne fliegt in einem Maisfeld und entdeckt einen Clown. What the heck? Was? Dann rennt der Clown weg. Was denkst du, was er machen wollte? Oder Popcorn? Ist doch ganz einfach. Popcorn! Bro, was denkt ihr, warum ein Clown im Maisfeld läuft? Auch ein Clown hat seine Arbeitsstunden, Alter. Der ist gruselig, dann kommt er heim zu seiner Familie, der will halt Popcorn. Oder schönen Film, Popcorn, bisschen snacken, süß, salzig. Alter, Problem gelöst. Vielleicht hat er auch einfach Bock gehabt, sich einen Maiskolben aggressivst in den Mund zu schieben. Was weiß ich, Digga? Ich beschäftige mich nicht mit Clowns. Ich will nichts über Clowns wissen. Lass den Clown sein Popcorn essen, dann macht der keine Probleme. Was waren das für Käsefüße, Bro? Ja, okay, chill. Oh, das ist jetzt wieder so eins von diesen Videos, wo du jetzt eine Weile anguckst, bis du nicht mehr aushältst, oder? Da sind alle möglichen Phobien und sowas drin. Ich glaube, vor großen Gegenständen, vor Schlangen, vor Spinnen, vor allem wahrscheinlich. Lass mich raten, die Schlange kommt und beißt noch. Ja, ich wusste es, ich wusste es, ich wusste es, ich wusste es. Ozean haben auch super viele Angst davor. Kommt jetzt irgendeine Kreatur oder was? Bro, safe, da ist irgendein Monster im Wasser und... Ja, ich wusste es, Bro. Megalodon. Na, Digga, Alter, hör mir auf. Digga, das Ding wird... Ja, na, okay, chill dein Leben, Bruder. Was? Ah, jetzt kommt er noch auf uns... Ja, nee, Bro. Mir reicht's. Wenn der jetzt... Nee, mir reicht's. Ja, nee, okay. Mir reicht's, Bruder. Nee. Ey, Leute, das war's. Die gruseligsten TikToks. Ey, hat's euch gefallen? Habt ihr Angst gehabt? Lasst ein Like da. Lasst ein Abo da, falls ihr neu seid. Wir sehen uns morgen wieder bei einem neuen Video. Ich küsse euer Herz. Danke für alles. Bis morgen. Tschüss!